Hallo zusammen, wir begrüßen euch zur Musterlösung auf Video der Übung 8, Serie 8, Aufgabe 5. Hallo Tommy. Hoi, Thomas. Die Aufgabe geht folgendermaßen: Berechnen Sie den Widerstandswert, welchen man zwischen der rechten und der linken Klemmen misst für die Schaltung nebenan, bestehend aus 5 identischen Widerständen mit Widerstandswerten 1 Ohm. Ich bin gerade daran, das zu zeichnen und ich schreibe hier die Widerstände an. Ich nummeriere sie, sind zwar alle gleich groß, aber es sind ja doch verschiedene physikalische Widerstände physisch vorhanden und deswegen habe ich sie mit R1 bis R5 nummeriert. Und was man hier machen muss, man muss diese Schaltung so vereinfachen, dass man quasi diese ganze Schaltung nehmen kann und ersetzen kann durch einen einzigen Widerstand, welchen wir R1, 2, 3, 4, 5 nennen. Was ist das Ziel? Das ist ein Ersatzwiderstand, der den gleichen Widerstandswert hat wie diese ganze Schaltung hier. Also wir müssen folgendermaßen vorgehen, wir müssen das vereinfachen und wir kennen Parallelschaltung von Widerständen und Serienschaltung von Widerständen. Und als erstes mache ich einfach mal hier diese Vereinfachung. R1 ist parallel geschaltet zu R2. Das kann man ausrechnen. Ich sage dem Ersatzwiderstand von dem Teil hier R1, 2. Das ist gleich der Kehrwert der Summe der Kehrwerte der Einzelwiderstände, also 1 durch R1 plus 1 durch R2. Das kann man auch noch anders schreiben. Das ist, wenn man das gleichnennerig macht, dann kann man diesen Doppelbruch vermeiden. Das ist R1 mal R2 geteilt durch R1 plus R2. Und das ist R Quadrat. Wir haben das R definiert als 1 Ohm. Das kann ich vielleicht hier schreiben. R definieren wir als 1 Ohm. Das ist nützlich, weil alle Widerstände gleich groß sind. Also das hier gibt R Quadrat durch 2R. Das ist ein Zweitel R. Wir können das schnell messen. Ich messe mal. Einen Widerstand habe ich hier, das soll 1 Ohm sein. 1,01, sehr gut. Hat ein bisschen Toleranz. Aber ich bin zufrieden. Das wäre die Parallelschaltung. 0,5. Gut, weiterrechnen. Also, und das weiter haben wir nun diesen R1, 2 in Serie zu R3. Das heißt, wir kümmern uns jetzt um diese Widerstände hier. Ich sage den R1, 2, 3. Das ist eine Serieschaltung. Das ist einfach die Addition der einzelnen Widerstandswerte. Also R1, 2 plus R3. Das ist ein Zweitel R plus R. Gleich ein Zweitel R. Kannst du das überprüfen? Ich überprüfe das. Eins Komma fünf. Gut. Machen wir weiter. Dann haben wir hier eine Serieschaltung von R4 und R5. Das wird genau gleich gerechnet. Das sagt im R4,5 ist die Summe der einzelnen Widerstandswerte R4 plus R5 und das ist R plus R gleich 2R. Noch eine Verifikation Das deiner hatten wir jetzt noch nicht. Rechenkünste. Zwei. Sehr gut. Tatsächlich. Okay, dann zu guter Letzt
den gesamten Widerstand der Schaltung. Das ist jetzt Parallelschaltung von diesen berechneten Werten von R1, 2, 3 und von R4, 5. Und ich benutze die Formel hier. Diese gleichnennig gemachte Formel ist also R1, 2, 3 mal R4, 5 geteilt durch die Summe von R1, 2, 3 plus R4, 5. Und das ist 3R Quadrat geteilt durch 3,5R. Das macht 6/7 R. Und das sind laut Definition 6/7 Ohm. Schlussmessung. Kann man hier auch Brüche anzeigen? 0,865. Hast du es nicht ausgerechnet? Doch, doch, das sind 6/7. Sind genau 6/7. Sind genau 6/7. Ja. Haben wir gut gemacht. Müssen wir das nicht ausrechnen. Gut, das war's schon auch. Diese Aufgabe ist gelöst. Und wir bedanken uns fürs Zuhören und bis bald. Auf Wiederhören.